Nein, aber auch, ja, muss ich, da kann ich dazu, ja, gut, ganz kurz was sagen, weil auch die Lehrer untereinander, meine ehemalige Deutschlehrerin zum Beispiel, hat sich bitter beklagt, dass an unserer renommierten alten Schule auch die Lehrer untereinander nur noch über E-Mails kommunizieren und, ja, sie sagt, das gute alte Lehrerzimmer, die Gespräche sterben weg. Das will ich an meiner Schule nicht haben. Und ich bin auch kein Freund der Laptop-Klassen, ich bin kein Freund der Whiteboards und so weiter mehr, weil bislang niemand nachgewiesen hat, dass diese gigantischen Investitionen das Lernen in irgendeiner Weise erleichtert hätten. Im Gegenteil, sie behindern das Lernen. Herr Lauer, ich möchte nicht, dass Sie leiden. Sagen Sie was? Ach so, ob ich was sage? Nein, ich finde das ja... Sie haben viel Zuspruch. Ich finde das ja sehr interessant, dass Sie das alles so schlimm und furchtbar finden, aber darum geht es doch gar nicht. Also keiner, der hier sitzt, wird doch jetzt sagen, das Internet und Smartphones und Computer und die digitale Vernetzung wird morgen wieder verschwinden. Das heißt, nein, die Fragestellung... Ich will doch keine puristische Auffassung, indem ich sage, bis 15, nein, sondern ich möchte einen kritischen, asketischen, gezielten Umgang damit haben. Ja, das ist schön, aber... die Frage ist doch tatsächlich, wie gehen wir jetzt damit um? Und so wie ich Sie jetzt im Moment verstehe und Frau Bleckmann, sagen Sie, am besten machen wir da mal bis zum 15. oder bis zum 18. Lebensjahr eine große Glocke drauf und dann irgendwie... Nein, das habe ich doch nicht gesagt. Ich will Informatikunterricht spätestens ab der 5. Jahre. Können wir einfach die Definition noch mal klären? Frau Dr. Bleckmann hat gesagt, ein Kind hat keine Fehlentwicklung, muss nichts vermissen, wenn es bis zum 15. Oder müssten Sie, Herr Plasberg, ja kolossal fehlentwickelt sein? Hatten Sie mit 15 schon ein Handy? Wissen Sie, ob das nicht der Fall ist? Man weiß es nicht. Ich hatte mit 15 kein Handy. Ich möchte die Diskussion ein bisschen konkreter machen und noch mal zeigen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir eine Generation zum Beispiel auch von Grundschulkindern heranziehen, die entweder, weil sie es selbst haben oder auch, weil die Eltern, das sind ja immer noch die größten Vorbilder, die Eltern im Positiven wie im Negativen Sinne ganz selbstverständlich mit iPhone, iPad und Tablets umgehen. Was ist heute attraktiv für Kinder, zum Beispiel in einer 4. Grundschulklasse? Was wünschen Sie sich, wenn man ihnen zur Auswahl stellt, ein iPad, ein Fahrrad oder ein lebendes Kaninchen? Die Martin-Luther-Grundschule, Sie ahnen schon, ja? Ein lebendes Kaninchen klingt schon fast wie ein Wunder. Die Martin-Luther-Grundschule in Düsseldorf-Bilk, die war Schauplatz für diesen wirklich vielsagenden Test. Ein kuscheliges Kaninchen, ein iPad von Apple oder ein nagelneues Fahrrad. Drei Kinderträume, aber welcher ist der größte? 20 Viertklässler machen bei unserem Experiment mit, warten noch ahnungslos und gespannt im Raum nebenan. Nacheinander dürfen sich die 9- bis 11-Jährigen auf unsere Auswahl stürzen. Was würden sie haben wollen? Drei Sachen. Der eine entscheidet schnell, der andere langsam. Manche wollen erstmal alles ausprobieren. Yeah! Und andere ertragen still die Qual der Wahl. Mit dem iPad spielen viele sofort. Das iPad ist begehrt. Ja. Das iPad, warum? Weil man damit ins Internet gehen kann und spielen. Woher kennst du ein iPad? Weil ich eins zu Hause habe. Warum denn das iPad? Ja, da kann man besser drauf spielen. Mit dem Hasen kannst du auch spielen und mit dem Fahrrad. Ja, ich weiß, aber das ist besser. Das macht viel Spaß und dazu braucht man viel Kraft. Der Hase, weiß ich nicht, wie man damit umgeht. Und Fahrräder, weiß ich auch nicht. Also ich weiß, wie man mit denen umgeht, aber ich wusste nicht, was ich mit denen machen soll. Doch auch das Kaninchen kann punkten. Hallo. Na, du nimmst das Kaninchen, oder? Mhm. Wieso das Kaninchen und nicht das iPad? Weil das iPad geht ja irgendwann mal kaputt. Das Fazit. Von 20 befragten Kindern entscheidet sich keines für ein Fahrrad. Am Ende wollen 10 Kinder das iPad, 10 das Kaninchen. Unentschieden oder doch nicht? Denn 5-mal hören wir von den Kaninchenfans diese Antwort. Ein Tablet habe ich ja auch schon zu Hause. Weil wir zu Hause schon ein iPad haben und ich brauche das nicht unbedingt. Ich habe ein iPad, aber ich war noch nie so nah an einem Hasen. Frau Bleckmann, ja, Sie gucken da noch hin, ganz versonnen. Mhm. Wie haben Sie dieses Mädchen empfunden, das gesagt hat, gut, es war ein Kaninchen, aber ich war noch nie so nah an einem Hasen? Ja, das ist genau das, was uns heute
in dieser voll mediatisierten Kindheit mit Kinderzimmern, mit eigenem Fernseher, eigenem PC und so weiter zu verloren zu gehen. Die Kuh ist lila. Und das, was ich da auch sehe, ist Eltern, die ihren Viertklässlern, ich weiß nicht, wann sie ihren Kindern angefangen haben, dann iPhones und Internetzugang nicht, sowas zu ermöglichen, nicht in dem Alter wahrscheinlich, die ihren Kindern sowas einfach schon kaufen, die findet man heutzutage normal. Ich möchte einfach noch mal sagen, das ist für mich nicht normal, das ist für mich nicht angemessen dem Entwicklungsstand, in dem sich das Kind befindet. Also es hat jetzt nichts mit Schwarzmalerei, dass ich selber nicht mit so einem Gerät als Erwachsene würde umgehen wollen, sondern es hat einfach was damit zu tun, wie viel Eigenverantwortung kann so ein Grundschüler eigentlich schon übernehmen. Und was am meisten erschreckend ist, wenn das repräsentativ ist, dass keiner das Fahrrad haben wollte. Dass die motorische, die das motorische Austoben. Der eine Junge hat ja gesagt, das kostet viel Kraft, das Fahrrad. Ja gut, dann da brauchen wir uns nicht wundern, wenn die nur rumdatteln und dann, was weiß ich, mit 10 oder 12 Jahren schon einen Body Mass Index von 25 oder 35 haben. Aber es stimmt ja gar nicht. Herr Jogesch, was? Zum einen, ich glaube, wir sind uns alle hier auf dem Podium einig, dass Viertklässler eigentlich noch kein iPad zu Hause brauchen. Aber die Wirklichkeit haben Sie gesehen. Aber das Interessante, ich hab im Vorfeld der Sendung mal bei Facebook gefragt. Ich habe einfach gesagt, okay, was meint ihr? Und das sind nun Leute, die sozusagen in der Computerwelt zu Hause sind. Also das ist nicht repräsentativ, aber es haben sich sehr viele beteiligt. Und die Mehrheit sagt ganz klar, erst ab 13 bis 15 oder viele sagen auch nicht das Alter, sondern die geistige Reife entscheidet. Wie alt waren die, die geantwortet haben? Sehr unterschiedlich. Ich habe keine, aber auch Erwachsene. Also das waren jetzt nicht Kinder. Kinder hätten wahrscheinlich. Und es sind Menschen, die auf die Seite von Ranga Yogeshwar gehen. Das heißt, es sind eh die Schlaueren und Besseren. Ja, ich muss sagen, die sind schlauer. Ich bin schlauer. Herr Plassberg, ja durchaus mal gucken im Faktencheck, wo die Schlaueren sitzen, bei Hart aber fair oder auf dieser Seite. Ich habe mich schon verloren. Aber Entschuldigung, das geht gegen Sie als Zuschauer. Das Interessante ist noch mal zu differenzieren. Ich glaube, wir haben einfach ein Problem, dass innerhalb von 20 Jahren etwas Unglaubliches passiert ist. Herr Kraus, vor 20 Jahren stand auf deutschen Telefonzellen noch der Spruch, fasse dich kurz. Ja? Wenn wir jetzt mal überlegen, das in der heutigen Zeit, dann merkt man, wo die Entwicklung hingegangen ist. Ich glaube nur einfach, wir sind gerade dabei, das zu definieren, zu suchen. Ich glaube, wichtig dabei ist, dass jetzt irgendwann Eltern, eine Gesellschaft mal anfängt und sagt, so, wir lassen uns nicht mehr einreden, weil es ist reiner Kommerz, ja, dass das Kind in dem und dem jungen Alter schon ein iPhone oder ein iPad beziehungsweise irgendein Smart Tablet braucht, inklusive Kommunikationskosten, nehmen Sie einfach nur mal auch das Geld, was da zusammenkommt. Also wo man auch mal sagen muss, wie viel Taschengeld gibt's und ab wo endet das Kommunikationsbudget etc. Ich finde, da lassen wir uns als Gesellschaft viel zu stark in so eine kommerzielle Ecke hineintreiben. Da muss man irgendwann sagen, stopp, es gibt sinnvolle Dinge, aber bitte schön nicht in dem Alter. Also übrigens, das fasse ich nicht kurz. Fassen Sie sich kurz, haben wir ja Realität. Wenn Sie sich die SMS-Sprache anschauen, das ist ja nun wirklich nur noch eine rudimentäre Sprache. Ja, aber dafür kriegen Sie 20 SMS zum gleichen Thema. Bitte? Dafür kriegen Sie dann 20 SMS zum gleichen Thema. Also vor 20 Jahren hat man sich verabredet. Ein Linguist würde sagen, zu 90% redundant. Ja, nee, aber Moment. Also die Sprache entwickelt sich. Das ist ja jetzt ein kompletter Allgemeinplatz. Also wenn Sie sich irgend so ein Minnelied aus dem Mittelalter anhören, hier, ich jorta da zeggen, dass sich Urhe tun, Siegfried. Ja, da kann ich Ihnen so, jetzt auch ein paar zitieren. Warum unterbrechen Sie ihn denn? Ich hätte gerne weiter zuhören. Der Punkt ist doch der. Der vor 500 Jahren hätte wahrscheinlich, wenn er uns jetzt hier zuhören würde, auch voll den Kreislauf Kollaps bekommen und gesagt, was ist das für eine verkommene Sprache? Ja, aber ich stelle ja nicht ab, dass es da auch kreative Elemente gibt. Das ist großartig. Aber wenn ich mir die Hochsprache anschaue, Syntax, Grammatik, Wortschatzumfang, hat sich doch dramatisch reduziert. Das merken Sie in den Schulen, in den Aufsätzen bis hinauf zum Abitur. Aber es ist doch Ihre Aufgabe als Lehrer, daran was zu tun. Ich von der deutschen Hochsprache erwarte. Ja, das ist doch großartig, aber es ist doch Ihre Aufgabe als Lehrer, dann
in den Dialog mit jungen Menschen zu treten und zu sagen, ja, Moment mal, und das meinte ich vorhin irgendwie mit digitaler Selbstkontrolle oder auch mit Risikoverständnis, mit Risikokompetenz, zu sagen, okay, Leute, wenn du einen Brief schreiben willst, wenn du einen Aufsatz schreiben willst, dann gibt es eine Anforderung an Sprache. Und wenn du versuchst, dich wie in einer SMS in einem Aufsatz zu unterhalten, dann funktioniert das eben nicht. Aber das ist doch etwas, was man Menschen vermitteln kann. Ich rede doch hier auch anders. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Wunderbar, aber warum funktioniert das nicht? Moment, es ist ein Kampf gegen Windmühlen zum Wieso? Teil. Es ist eine Sisyphusarbeit, weil man gegen die Medienindustrie anarbeitet, weil man gegen unbedachte Eltern, naive Eltern anarbeitet. Ich habe nicht gesagt, dass wir die Kinder medial unter eine Käseglocke tun sollen. Ja. Ich bin der Meinung, dass spätestens ab der fünften Jahrgangsstufe, nein, vorher nicht, ab der fünften Jahrgangsstufe auch Medienerziehung, Informationstechnik. Darf ich Sie einfach mal unterstützen, wenn Sie sagen, es ist ein Kampf gegen Windmühlenflügel? Wie groß diese Windmühlenflügel sind, das möchte ich noch mal zeigen mit Zahlen. Das sind leider die neuesten Zahlen, die sind von 2010. Die neue Studie dazu kommt erst im März raus. Aber diese Zahlen sind schon dramatisch. Und freuen Sie sich jetzt schon auf ein Schlussbild in diesem Film. Das zeigt eine Wirklichkeit, die heute in dieser Runde nicht vorhanden ist oder bekämpft wird. Aber das ist das, was Eltern erleben. 57% der 10- bis 13-Jährigen besitzen eine eigene Spielekonsole. Und wer keine besitzt, spielt oft bei Freunden oder zockt am Computer. 70% der Kinder spielen regelmäßig jede Woche am Computer oder an der Spielekonsole. Und die nehmen sie sogar fast überall mit hin. Wie das aussieht, zeigt dieses private Video von einem Zeltlager im Sommer 2011. Übrigens, das Wetter an diesem Tag war gut. Frau Zukowski, das Wetter war gut an diesem Tag. Damit fällt eigentlich die letzte Ausrede weg. Welche Erklärung, wenn Sie mal an Ihre Tochter denken, die Sie versuchen, davon fernzuhalten, aber welche Erklärung haben Sie dafür, dass Wald, Wiese ist vor der Tür oder vor der Zeltplane, trotzdem die zweidimensionale Welt von Nintendo, was immer sie da gespielt haben, attraktiver ist? Ja, da gibt es eine ganz einfache neurologische Erklärung, dass wenn man so ein Spiel spielt, wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet und ich habe permanent Glücksgefühle und Erfolgsgefühle. Und das habe ich natürlich, wenn ich eine Sandburg baue, nicht. Und das habe ich auch nicht auf dem Fahrrad. Und deswegen kann das Alternativprogramm, wenn ich ein Kind vor diese Wahl stelle, wird es sich immer fürs Fernsehen, immer für den Computer, immer für die Spiele entscheiden. Das heißt, das muss man als Eltern sozusagen für die Kinder entscheiden. Und das ist eben der Grund, weswegen wir sagen, wir schieben das so weit wie möglich auf, weil uns natürlich ist total Ihr Mann klar, und Sie. Genau, ja. dass dieses Suchtpotenzial so groß ist, dagegen hat man keine Chance. Nur mal ein Maßstab, wie anstrengend das ist. Wie oft diskutieren Sie da in der Woche drüber? Überhaupt nicht. Wir haben das, als es anfing, gut. Vor ein paar Jahren haben wir das einmal ganz klipp und klar gesagt, wie das bei uns läuft. Also eben ohne das zu tabuisieren. Also es gibt einfach feste Fernsehzeiten. Und ich habe erst seit 5 Jahren einen Computer. Ich war also absoluter Spätzünder. Und seitdem ich den habe, also sprich, da war sie 7 oder 8. Und da war es ein Riesenthema innerfamiliär, weil mein Bruder hat einen Computerladen. Und ist natürlich, der hat auch schon ganz früh damit angefangen. Und auch seine Kinder haben schon, also meine 7-jährige Nichte schreibt mir E-Mails. So, da war innerhalb der Familie, gab es unterschiedliche Haltungen. Finden Sie diese Nichte, gut, was sollen Sie jetzt sagen, wenn ich Sie das frage, aber finden Sie die irgendwie auffällig im Vergleich zu Ihrer Tochter? Die wohnt zu weit weg, als dass ich, da müssen Sie meinen Bruder fragen. Gute Antwort. Und zu diesem Ferienlager, was mich jetzt gerade verwirrt hat, wenn ich an Ferienlager mich erinnere, die wir mit den Messdienern hatten, als ich noch was jünger war, da stand immer gut, da gab es andere Probleme, aber... Nee, da gab es Gameboys. Nein, da gab es... Ich mache jetzt keine Witze über die römisch-katholische Kirche und Snickers, aber der Punkt ist, damals gab es auch schon Gameboys. Also ich habe mit 1990 habe ich einen Gameboy bekommen. So, und auf dieser Einladung für diese Messdiener-Gruppenfahrt stand immer, Kommunikationstöter wie Walkman und Gameboys bleiben zu Hause.
Bam, Problem gelöst. Also wir durften die überhaupt nicht mitnehmen. Und sie haben sich dran gehalten. Ja, und es haben sich auch alle dran gehalten, weil es hieß, wer die mitbringt, wird auch wieder heimgeschickt. Auch bei diesem Z-Lager, so alt waren die Kinder ja nicht, wenn die das nicht alle reingeschmuggelt haben. Ja, genau. Da kann man mal bei den Eltern wieder. Was sind das für Leiter? Da muss den Eltern gesagt werden, sowas ist außen vor. Ja, und da muss ein Alternativprogramm her. Dann müssen die ihre Abenteuerspiele im Wald machen oder sonst irgendwas. Oder virtuelle, jetzt nicht per Elektronik, Kämpfe miteinander austragen. Wenn meine Klassen wegfahren, gut, die Kinder nehmen das Handy mit, aber es ist Handyverbot tagsüber und nur mit Genehmigung des Lehrers mal einen Anruf zu Hause. Da läuft ja was schief. Eine kleine Ergänzung noch, weil Sie gesagt haben, wenn die miteinander hin und her datteln, dann haben sie ständig Endorphinschübe. Das ist natürlich richtig erklärt, dass das auch Suchtpotenzial hat. Aber sie haben auch einen Endorphinschub, wenn die Sandburg fertig ist. Und das ist das Leben, ja? Dass man erst was investiert, dass man Zeit investiert, dass man Energie investiert, dass man auch Frustrationstoleranz aufbringt. Und dann hat man aber wirklich den Endorphinschub und das wahre Glück. Und der Punkt ist, interessant ist, dass nämlich die Sandburg nicht so schnell fertig ist wie das Spiel. Und da geht es auch wieder um diese Risikoverständnis. Das war das Frustrationsmoment. Es gibt ein anderes Moment, das mal gar nichts ist. Frau Dr. Bleckmann, Sie sind eine Befürworterin der Langeweile. Und ein iPad oder auch eine Spielekonsole ist natürlich der Feind der Langeweile, weil bei Knopfdruck Langeweile vorbei. Warum sind Sie eine Freundin der Langeweile? Ich möchte vorher noch was Schönes und Ermutigendes an Zahlen loswerden. Und zwar war ja diese Befragung... Können wir es umgekehrt machen? Ja? Sie beantworten erst meine Frage, dann dürfen Sie Ihre Zahlen loswerden. Warum Langeweile? Ja. Weil ich denke, dass die ganzen Schlagzeilen voll sind von Cybermobbing und Gewalt und verpassen die eigentlichen, aber viel schleichenderen negativen Folgen von hoher Bildschirmmediennutzung. Und dazu gehört keine Langeweile mehr und keine wirkliche kreative Eigentätigkeit. Wofür ist denn Langeweile gut? Aus der Langeweile entspringt. Mhm. Also man sieht Kinder nie so kreativ spielen, wie wenn 5 Minuten, nachdem sie gesagt haben, Mama, mir ist langweilig, was soll ich machen? Wenn ich dann ankomme und denke, oh ja, jetzt muss ich auf den Knopf drücken, damit die Langeweile verschwindet, dann entsteht nicht dieses Spiel zwischen den Kindern. Ich spreche es mal ein bisschen anders aus. Kinder haben ein Recht auf Langeweile. Ja, und das gerade in einer Zeit, die sich in Beschleunigung überschlägt. Wenn ich mir anschaue, früher einschulen und noch früher den Bachelor und noch früher das Abitur. Ja, ein Recht auf Langeweile, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, weil es einen dazu führt, über sich selbst zu reflektieren und weil es letztendlich kreativ ist. Herr Jogeschwag, können Sie mal als Vater sagen, wie man praktisch Langeweile durchsetzt unter diesem Druck, wenn Sie schon sagen, G9 oder... immer kürzere Schulzeiten, immer größere Lehrstoffe. Wie wollen Sie da ein Recht auf Langeweile durchdrücken? Also zum einen G9 und so weiter ist ja eher ein Problem unseres Schulsystems, bei dem immer mehr reingequetscht wird. Teil des Beschleunigungsmaßes. Ich glaube, was wichtig ist, wir dürfen nicht ein Bild zeichnen, bei dem es die einen Kinder gibt, die Handys nutzen und dafür keine Sandburgen bauen und die anderen, die Eurythmie und Sandburgen bauen und dafür keine Handys benutzen. Ja. Ich glaube, die Wirklichkeit ist tatsächlich dazwischen. Und es liegt natürlich einfach an uns. Also meine Kinder hatten auch oder haben Handys, können sich ziemlich gut manchmal langweilen. Und ich stelle auch fest, dass sogar jedes Kind anders ist. Also bei dem einen Kind ist das Handy vielleicht völlig okay. Und bei dem anderen Kind ist es so, dass man wirklich sagen muss, jetzt reicht's, weil die sind süchtig und gucken die ganze Zeit auf. Sie haben ja nun den Vorzug, dass Sie auch schon ältere Kinder haben. Ja, das heißt, inzwischen, wie alt ist der Älteste? Oder 20. 20. Das heißt, der hat Ihre Medienerziehung schon die ganze Zeit genossen. Wenn ich das richtig überschlage, fällt in sein Großwerden auch fallen Ballerspiele, fallen alles Sachen, die das Internet bereithält. Wenn der jetzt mal zurückguckt und wenn er Jogeschwar ist, kann er reflektieren, nehme ich mal an. Wie findet er denn Papas Medienerziehung? Es ist interessant, ich habe heute Morgen beim Frühstück ihm genau die Frage gestellt. Ich habe gesagt, hör mal, gib mir mal ein Feedback, wie war es? Also jetzt müssen wir differenziert durchgehen. Auf Jogeschwarzes Verlass. Aber das Interessante ist, dabei kamen sehr unterschiedliche, für mich verblüffende Reaktionen raus. Es gab so eine Phase, da fing er an, Online-Spiele, World of Warcraft, finde ich furchtbar. Und ich hatte das Gefühl, ich bin richtig ausgeflippt, also mit allem drum und dran. Und dann fragte ich ihn, war das okay oder nicht? War ich da zu heftig? Und seine Antwort war, das war okay, aber du warst nicht heftig genug. Du hättest noch heftiger sein müssen. Also interessant. Ja? Warum sagt er das heute? Weil, glaube ich, im Laufe der Zeit Kinder natürlich auch merken, dass viele Dinge Abzocke sind.
Ja? Ein Spiel wie World of Warcraft lehne ich, und das habe ich oft genug in Sendungen gesagt, kategorisch ab. Ich weiß, jetzt kommen wieder ganz viele, die sagen, das ist toll. Aber das Suchtpotenzial ist enorm. Ihr Institut hat das noch mal unter vielen anderen belegt. Ich finde, Kinder werden im Moment mit einer Mediennutzung gemolken. Also wir haben eigentlich tolle neue Möglichkeiten. Das Internet ist was super. Also es ist, vor 20 Jahren sprach man noch vom Information Highway. Also ging es um Informationen. Inzwischen ist es ein reines Entertainment Highway geworden. Kommerziell verkommen, und ich bin total dagegen, dass Kinder abgezockt werden. Sie werden abgezockt bei World of Warcraft, weil die monatliche Gebühr ist in etwa so hoch wie das Taschengeld. Sie werden abgezockt von der Handyindustrie. Es gab irgendwann Klingeltöne, wo die Kinder dann taschengeldkompatibel Klingeltöne kaufen. Sie werden abgezockt, weil sie missbraucht werden, permanent für Werbung. Ich finde, es gibt sozusagen auf der einen Seite tolle Chancen, und das Einzige kommt, wie man Kinder dazu anleitet, verkaufsfördernd zu nörgeln. Denn Sie müssen ja wissen, je jünger die Kinder sind, desto mehr haben die Eltern ja die Hand auf dem Geldbeutel. Und jetzt geht es also darum, wie mache ich Werbefilme so, dass die Kinder dazu angeleitet werden, verkaufsfördernd zu nörgeln. Also das ist wirklich so. Das ist auch der Grund, warum ich sage, unsere Aufgabe ist es nicht, Eltern als Versager darzustellen, sondern wirklich zu sagen, Eltern, wenn ihr das schafft, in dieser Welt halbwegs gute, entwicklungsförderliche, entspannte Haltung von an der richtigen Stelle Nein sagen und dann bei älteren Kindern das mit den Kindern ins Gespräch gesagt, kind wenn zu man schaffen. Das dann in herzlichen der Realität Glückwunsch. Und jetzt kommt noch das, was vorhin fehlte, die Zahlen. Kinder, wenn man sie nämlich nach den Lieblingsbeschäftigungen fragt, KIM-Studie, Kinder und Medien, dann sagen die Kinder, an erster Stelle draußen spielen. Und an zweiter Stelle mit Freunden treffen. Das heißt, wir müssen ganz genau unterscheiden zwischen momentaner Faszination, iPhone, Handy, Computerspiel, und langfristigen Bedürfnis. Das ist ja eine sehr ermutigende Sache, wenn man Eltern sagen kann, wenn sie hier richtig konsequent bleiben und Nein sagen, dann ermöglichen sie den Kindern, mehr von dem zu tun, was die Kinder eigentlich selber wollen. Eltern suchen ja immer, und aus dieser Diskussion können sie sich was destillieren, aber auch nach messbaren, nach objektiven Kriterien, warum sie was tun sollten oder nicht tun sollten mit ihren Kindern. Für das menschliche Hirn, das da in Kindern heranwächst, da gilt ja der schöne Satz, es kommt immer darauf an, was man draus macht. Was macht das eigentlich mit kindlichen Gehirnen, wenn Fußball und Fahrrad ersetzt werden durch Handy und Gamepad? Da kann man was messen. Der renommierte Hirnforscher Professor Gerald Hüther beobachtet eine Veränderung im Gehirn von Jugendlichen. Ausgelöst wird sie durchs Zocken am Computer oder SMS-Schreiben mit dem Handy. Wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass das Gehirn so wird, wie man es benutzt. Wir haben so ein Beispiel, seit 10 Jahren wird eine Region, die ist ungefähr hier oben, sensomotorische Kortex, was zuständig ist für die Regulation der Daumenbewegung. Das ist inzwischen fast doppelt so groß geworden bei den 15-Jährigen. Herr Lauer, ist das einfach menschliche Evolution? Die hat ja schon immer stattgefunden, sonst würden wir nicht aufrecht gehen. Ja, der Punkt ist einfach der, und das hat mich vorhin auch gestört, als Frau Bleckmann sagte, ich finde das nicht normal, weil dann fangen Sie wieder ganz schnell an zu definieren, was Ihr Normal ist und wie alle Menschen sein sollten. Und das ist ja ganz interessant, dass Sie sagen, was machen Kinder am liebsten? Freunde treffen. Ja? Welches Bedürfnis wird auf Facebook bedient? Freunde treffen. Jetzt kann ich, jetzt kann ich natürlich sagen, das ist nicht dasselbe, aber dann muss ich natürlich auch mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen drüber reden. Was ist das? Was macht das mit mir? Bin ich in der Lage, diese Technologie zu beherrschen? Werde ich von der Technologie beherrscht? Ja? Und da im Zweifelsfall auch zu sagen, okay, es ist manchmal sinnvoll, auch zurückzutreten und zu merken, okay, auf Facebook wird nur dieses Bedürfnis im Gehirn, Freunde treffen, bedient. Ich kann das auch bedienen, indem ich mich in echt irgendwo treffe. Aber das immer ist schön, das alles dass Sie so da anknüpfen, automatisch zu verteufeln. Ich möchte nochmal bei der Aufmerksamkeit bleiben. Und das ist vielleicht auch ein Kriterium dafür, wie kann man Sachen verfolgen. Die Frage war gerade die nach dem Gehirn, dass etwas Spuren hinterlässt im Gehirn, messbare Spuren hinterlässt. Ja, macht's doch automatisch. Was ich in der Kultur. Ach, das ist Ihnen gar nicht der Rede wert. Nee, was heißt nicht der Rede wert? Also es gab doch immer eine Koevolution zwischen Gehirn und irgendwie Mediennutzung. In dem Moment, in dem der Buchdruck erfunden wurde, war es nicht mehr nötig, dass man so viele Sachen irgendwie auswendig lernt und sich irgendwie merken muss. Ja? Also eine
normale Entwicklung. Man kann es vielleicht einfach ausdrücken. Ich sag mal, wir, die Älteren, das ist die Zeigefinger-Generation, das ist die, die noch Wählscheibe gemacht hat. Die jüngere Generation, das ist die Daumen-Generation, die schreibt SMS mit dem Daumen. Und es ist klar, wenn man das oder, oft nutzt, oder spielt World of Warcraft oder was anderes. Was auch immer, aber jedenfalls, wenn man Dinge schwer nutzt, dann entsprechend im Gehirn ändert sich das. Das ist für mich nicht unbedingt das Problem, zu sagen Daumen oder Zeigefinger. Das Problem, darf ich was ich eher zeigen, habe, das ist, vielleicht doch ein Problem wenn ich das kurz sagen ist? Darf, das Problem, was ich eher habe, ist, dass wir natürlich per se bei vielen Kindern heute sehen, ich sag mal, gerade wenn Eltern sich nicht drum kümmern, Sport. Ja? Also gucken Sie sich heute an, einfache Übung, auf einem Bein stehen. Das schafft jeder Erwachsene und viele Kids haben inzwischen ein Problem damit. Wir haben vor einigen Jahren eine Sendung gemacht, da gab es in der Turnhalle ja, ein Seil, wo man hochklettern muss. Ja? Und man merkt, die Kids von heute, oder viele, nicht alle, haben Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben da eine Entwicklung, die parallel läuft. Nämlich auf der einen Seite Computer, Internet, okay, wenn es nur der Daumen wäre, gut. Aber die gehen zu wenig raus, ja, und das ist auf Dauer Sie sagen etwas... Noch mal, jetzt gehe ich noch mal rein, wenn es nur der Daumen wäre. Ja. Da möchte ich Ihnen was zu zeigen. Da werden Sie vielleicht sagen, das ist platt, ich zeige es trotzdem. Die Frage ist doch, verändert sich durchs Daddeln nur die Virtuosität des Daumens? Verändert sich der Hirnbereich, der den Daumen steuert? Oder verändert sich durch das Daddeln auch das Wesen eines Menschen? Die Frage stellt sich nach einem prominenten Beispiel. Bis vor kurzem war der britische Prinz Harry in Afghanistan. Als Bordschütze im Kampfhubschrauber will er dort auch Taliban getötet haben. In einem Interview erklärte er, warum er mit der Waffe so gut umgehen kann. I'm one of those people that love playing PlayStation and Xbox. So with my thumbs, I like to think that I'm probably quite useful. You can ask the guys. Und jetzt zum Nachlesen auf Deutsch. Harry sagt über seine Fähigkeiten an der Waffe: Ich bin einer von diesen Leuten, die gern PlayStation und Xbox spielen. Und ich liebe den Gedanken, dass ich mit meinen schnellen Daumen ziemlich nützlich bin. Da können Sie die Jungs fragen. Herr Kraus, wenn das Ihr Schüler gewesen wäre, was hätten Sie ihm gesagt? Das ist jetzt vielleicht nicht kommunizierbar hier über den Sender. Schade. Nee, ich hätte mir das zur Brust genommen. Man muss übrigens eines sehen. Viele dieser Shooter-Spiele sind ja für militärische Übungszwecke entwickelt worden. Oh, nee. Also, Entschuldigung. Also, das ist jetzt, wollen wir jetzt wirklich noch eine Killerspieldebatte führen? Ja, gut, okay, da lasse ich mich gerne drauf ein, Herr Lauer. Ja. Viele Spiele sind und werden auch in der amerikanischen Armee verwendet, um bestimmte Wahrnehmungen und bestimmte Reaktionen zu schulen. Okay, ich will das nicht. Ich will diese Schießspiele nicht, weil ich einen Zusammenhang sehe, nicht jetzt ursächlich, aber wenigstens eine Korrelation, einen Zusammenhang sehe zwischen solchen Spielen und einem Verlust an Empathie, einem Senken der Hemmschwelle. Gut, das mag jetzt kasuistisch sein, ein Einzelfall sein, aber alle Amok-Täter, die wir hatten in Deutschland und Amerika, waren exzessive Shooterspieler. Oh, nee. Ich habe einfach mal, Herr Lauer, die Korrelation hergestellt. Ja, die haben auch alle Unterhosen getragen und Brot gegessen. Also ich will aber trotzdem Herr Lauer, noch mal auf einen Punkt eingehen, das jetzt schon dass eine Killerspieldiskussion eine ganze Sendung erfordert. Ja, nun gibt es dieses Zitat von Prinz Harry, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Und Sie werden uns nachsehen, wenn man von der Entwicklung des Daumens auf einen solchen Satz kommt, dass man das mal thematisiert. Ich finde nur das Zitat, wenn ich das sagen darf. Das eigentlich Schlimme an diesem Zitat haben Sie rausgelassen. Und das ist nicht der Daumen, sondern die Tatsache, dass er innerhalb dieses Interviews irgendwann sagt, ja, die haben wir aus dem Spiel geworfen. Das bedeutet, töten ist gleich Menschen aus einem Spiel werfen. Und ich finde, da kommt natürlich eine Grenze, die ich sehr spannend finde, vor allem, weil wir im Moment gerade darüber diskutieren, dass die Bundeswehr Drohnen anschafft. Also, das ist für mich eher eine Frage zu sagen, ist das noch Realität oder fangen wir hier an, eine Entwicklung zu gehen, bei der Menschen nicht mehr wissen, was sie tun. Aber das ist eine andere, Debatte. Ist der Prinz Harry für Sie ein Freak, der da einen Aussetzer hatte? Ja gut, ich meine, das ist, wenn man sich so die Blutlinie bei so, aber
ist eine Insel. Aber nein, der Punkt ist, er ist damit ja voll im Mainstream. Er ist damit ja voll im Mainstream. Herr Yogeshwar hat es gesagt, Herr de Maizière will sich diese Kampfdrohnen irgendwie kaufen. Die USA setzen sie irgendwie ein. Krieg wird da entmenschlich, da gebe ich Ihnen irgendwie vollkommen recht. Und dass man dann, wenn man irgendwie zu Hause an einem Computer einen Joystick hat und dann auf einmal so eine Predator-Drohne irgendwie steuern muss oder an so einem, in so einem Hubschrauber irgendwie sitzt, dass da nicht mehr ein großer Unterschied ist, da gebe ich Ihnen recht. Wogegen ich mich wirklich explizit verwehre, und das ist ja das Tolle bei dieser Killerspieldebatte, es gibt für alles Mögliche eine Studie. Vor kurzem kam erst wieder eine raus, die gesagt hat, Shooter fördern die Empathie im hohen Maße, weil es da auf Teamwork und sonst irgendwas ankommt. Das finde ich halt irgendwie schwierig. Aber nochmal, das, was ich hier schon die ganze Zeit die Sendung sage, es geht doch um diese Risikokompetenz, zu verstehen, wo sind denn die Risiken, ja, und wie gehe ich im Zweifelsfall damit um. Und klar, wenn er irgendwie sagt, ich habe hier beim Xbox-Spielen, beim Playstation-Spielen Dinge gelernt, die mir beim Krieg führen irgendwie helfen, dann ist das ja wohl eher ein gesamtgesellschaftliches Problem, als dass diese Geräte jetzt auf einmal aus Prinz, was war das, Harry oder William? Harry. Einen schlechten Menschen machen. Warum ist es eigentlich dann immer eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, aber im Einzelfall ist es nicht gefährlich, wenn man Ballerspiele spielt? Nee, weil man an allen Ecken eben anfangen muss. Also es geht ja, da werden Sie mir vielleicht widersprechen, es geht beim Elternhaus natürlich irgendwie los, ja? Ein Teil der Gesellschaft. Es geht bei Medien los. Also früher gab es noch auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sowas wie Telekolleg irgendwas. Warum gibt es nicht Telekolleg Mediennutzung? Ja? Würde ich mich drüber freuen, wenn es so eine Sendung gäbe. Also mehr auch Informationen in den klassischen Medien, wie man die neuen Medien nutzen kann. Ja? Dann ist es eine Aufgabe von Schulen, von Lehrern, vom Umfeld, soziale Einrichtungen. Und das ist Gesamtgesellschaft. Wenn ich aber immer nur den Teufel an die Wand male und sage, ah, das ist alles schlecht, das macht uns kaputt, das macht uns süchtig, wenn man da so paternalistisch dran geht und immer sagt, ja, aus dem Computer kommt das Böse raus und wir müssen dich davor beschützen. Herr Mauer, wer hat das denn hier heute Abend gesagt? Ja, niemand, aber wenn Sie sich aber Sie fühlen sich anscheinend angesprochen. Das freut mich jetzt sehr. Ich frage das, weil Sie das schon zum 10. Mal wiederholen. Der Punkt ist, ich will nur darauf hinaus, wenn man sich einfach mit den Chancen und den Risiken auf einer ganz rationalen Ebene auseinandersetzt und nicht so emotional darüber schimpft, dann können wir diese Medien und das alles auch in einer Art und Weise nutzen, dass wir sagen, wir nutzen den Nutzen und lassen uns nicht selber von dieser Technologie beherrschen. Aber da müssen auch die Gefahren benannt werden. Ich nenne jetzt noch eine Gefahr, auf die wir heute noch nicht zu sprechen gekommen sind. Ja, dass zum Beispiel über die Social Media die jungen Leute von sich etwas preisgeben, was im Netz nichts zu suchen hat. Wie groß ist das Dorf, in dem Sie aufgewachsen sind? Wie groß? Eine Kleinstadt. Ja, ja. Und wenn da irgendwie abends auf dem Fahrfest irgendwas gelaufen ist, da wusste es doch am nächsten Tag auch das ganze Dorf. Und jetzt sagen Sie irgendwie, ja, Moment, aber bei Social Media... Ja, Entschuldigung. Also, Moment, da ist ein erheblicher Unterschied. Wieso? Ob darüber 10 oder 20 Leute reden oder ob ich das ins das ganze Dorf. Web stelle. Ja, Moment. Sie wissen doch selber so gut wie ich, dass es Pädophile, Pädosexuelle gibt, die ganz gezielt, die ganz gezielt nach Lolita-Typen suchen, die sich im Internet so darbieten. Herr Kraus, danke, dass Sie es zur Vollständigkeit halber angeführt haben. Aber das Internet ist wie das Leben. Da gibt es sehr viel Böses. Ja, nur mit der millionenfachen Verbreitung. Ja, mit der gesamten Aufzählung werden wir nicht fertig werden. Aber wenn Sie über Chancen und Risiken reden und darüber, wie man Kinder erziehen kann, dass sie mit beidem richtig umgehen, da haben wir bisher, wie ich finde, eine intensive Diskussion zu gehabt, zu der zu diesem Zeitpunkt Frau Bleckmann das letzte Wort haben soll. Ja, Chancen und Risiken richtig abwägen lernen, sich von den Medien nicht beherrschen lassen, sondern sie beherrschen. Ich habe das bewusst in meinem Buch nicht Medienkompetenz genannt, weil mir dieser Medienkompetenzbegriff so als Scheuklappenbegriff einfach zu oft für reine technische Fähigkeiten missbraucht worden ist, sondern Medienmündigkeit. Und so heißt auch so Ihr wie Buch, ich ne? jetzt verstanden habe, sind wir uns darüber alle einig. Haben Sie gerade einen Werbevertrag abgeschlossen? Gibt? Nee, ich frage mich nur, ob Sie gerade Werbung für damit. Ihr Buch machen. Womit? Gehen Sie so mit Ihren Kindern? Hören Sie auf damit? Ja. Ich wollte jetzt nicht über Vermarktung meines Buches sprechen. Ich wollte sagen, es gibt ein Konzept. Das kam nur so zufällig. Jetzt ist mal gut, Herr Lauer. Medienmündigkeit bedeutet das, was wir alle für einen Erwachsenen als gemeinsames Ziel haben, das, wo wir uns uneinig sind, ist, welche Schritte führen denn auf den Weg
auf dem Weg zu diesem Ziel. Und da gibt es das große Missverständnis, verständlich, weil das deutsche Sprichwort sagt, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Was wir aber feststellen, wenn wir uns Medienwirkungsforschung anschauen, ist, wer früh und viel vor dem Bildschirm Zeit verbringt, der hat ein höheres Risiko, als Erwachsener Exzessivnutzer zu werden. Und in der Schule zu scheitern. In der Schule zu scheitern, das brauchen wir jetzt gar nicht alles. Ich meine auch, Medienerziehung muss diese neuen Risiken mit einbeziehen und muss immer auch Mediensuchtprävention sein. Geht der Streit, Sie gehen den radikalen Weg auch mit den eigenen Kindern und sagen, die brauchen das nicht bis 15. Ranga Yogesh sagt, früh daneben sitzen, dann geht es. Ich muss jetzt mal zu unseren Zuschauern. Darf ich das nur gerade sagen? Das sind ja auch Zuschauer in gewisser Weise. Die habe ich gefragt. Und die sagen, ich finde das einfach interessant, die große Mehrheit sagt, Medienkompetenz ja, und zwar verpflichtend in der Schule. Also in anderen Worten, ich glaube, da ist einfach in den nächsten Jahren etwas zu tun, dass man es einfach installiert. Ich glaube, wir reden zu viel darüber, Medienmündigkeit ist vielleicht noch sympathischer. Danke von Rangas schlauer Seite gehe ich jetzt zu unserer Seite. Wir kommen gleich zurück zu Brigitte Büscher, die uns einen Überblick gibt über das große Gästebuch von Hart aber Fair und die auch viel telefoniert hat. Genau, und das Gästebuch ist so groß, dass da natürlich auch das volle Spektrum der Meinungen abgebildet ist, von ganz positiv zu den neuen Medien, Internet, Smartphone und bis zu ganz negativ. Ich habe jetzt mal zwei sehr konträre rausgesucht für den Einstieg. Unser Zuschauer Gerhard Köbel ist 61 Jahre alt, aus Basel, ganz eindeutig ein Fan des Internets und auch aller anderen modernen Medien. Er sagt, wer oder was macht denn hier dumm? Ein iPhone ist ein Gerät wie ein Elektroherd, nur ein bisschen komplexer. Wer sich daran die Finger verbrennt und dann den Hersteller für die Brandblasen verantwortlich macht, der war schon vorher nicht besonders intelligent. Ich nutze mein iPhone unter anderem als Arzt und freue mich täglich über dieses clevere Werkzeug. Andere Meinung, anderes Meinungsspektrum, ganz negativ ist unser Zuschauer Biel, 44 Jahre alt, hat uns ins Gästebuch geschrieben, ganz eindeutig, Smartphones und grenzenloses Internet verändern menschliches Verhalten und zwar zum Negativen. Durch die entgrenzten Möglichkeiten werden die Menschen fauler, es ist ja alles abrufbar. Und ab wann, sagt er, ist das überhaupt für einen jungen Menschen ein sinnvolles Instrument? Er sagt, vor dem 16. Lebensjahr Finger weg. Handy an, Hirn aus, haben wir gefragt. Unser Zuschauer Michael Agert hat dazu eine klare Meinung. 39 Jahre ist er alt. Wenn mit Handy an eine Recherche im Internet gemeint ist, dann bedeutet das auf keinen Fall Hirn aus. Denn die Medienkompetenz besteht ja auch darin, Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden. Trotzdem haben wir auch Zuschauer, die sagen, oh, mit dem Internet ist nicht so ganz einfach, auch mit dem Telefon immer dabei. Wir haben